Hallo, ich bin Dennis Stein-Schomburg. Ich habe bis vor 3 Monaten noch an der Kunsthochschule Kassel studiert. Mein Abschlussfilm läuft hier in der Berlinale. Lief eben gerade vor 5 Minuten. Ich bin zufrieden, Bild hat gepasst und Leute haben applaudiert und ich bin happy. Ich war schon auf dem Festival in Cannes und lief da mit meinem Film Andersartig in einer Best of German Shorts Rubrik. Damals haben die Kinder mich nicht oft mitspielen lassen. Und trotzdem hatte ich eine schöne Zeit. Und durfte da auch schon mal ein bisschen schnuppern, wie das in so einem großen Festival alles abläuft. Da musste man sogar, gab es sogar eine Garderobenordnung. Aber Berlinale war ich noch nicht und fühle mich auch sehr geehrt, dass ich hier sein darf. Ich habe so bisher 3 bis 4 Filme gemacht, darunter ein Musikvideo. Ich studiere aber an der Kunsthochschule und arbeite auch an Installationen, auch interaktive Medien, finde ich sehr spannend. Ein Gebiet ist in der visuellen Kommunikation schon ein bisschen breiter. Zum einen bin ich Grafikdesigner und verdiene damit mein Geld. Die andere Seite ist halt die Regie. Mit Kurzfilmen verdient man nicht wirklich Geld, macht aber super viel Spaß. Na klar will ich mich lieber mit meinen eigenen Projekten verwirklichen. Trotzdem so als Standbein ist der Grafikjob natürlich lukrativ und auch wichtig, weil irgendwie muss ich ja Miete zahlen und deswegen Grafikdesigner und Regisseur. Die Geschichte der Old Man and the Bird ist adaptiert. Also es gibt eine Kurzgeschichte, die habe ich ganz zufällig im Internet gefunden. Ich wusste, dass ich eine Mensch-Tier-Beziehung darstellen will. Weil ich eben die Möglichkeiten des Trickfilms nutzen wollte im Vergleich zum Realfilm. Und im Endeffekt ist das Drehbuch sehr weit weg von der Kurzgeschichte. Für den Film habe ich 1 Jahr und 4, 5 Monate gebraucht. Sehr aufwendiger Film, sehr verschiedene Ebenen. Wir haben Real-Footage, wir haben Stop-Motion-Animation, wir haben auch 3D mit dem Film und das am Ende dann alles zusammenzufügen, hat einige Zeit gedauert.